Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eurofunk Simulator 2, Staffel 3 Reloaded. Und heute fahren wir 16 Tonnen Druckbehälter von Ostern nach Göteborg. So. War doch so, oder? Ja. Wunderbar. Das sind 350 Kilometer, die wir zu durchzulegen haben. Scheint gerade noch ein bisschen lazy zu sein, was die Festplatte betrifft. Fällt mir auf, wir können das eigentlich ein bisschen weiter nach rechts schieben, dann sehe ich das auch besser. So, zack. Wunderbar, so nicht anders. Okay, es war frei. Und kommt auch perfekt. Was sollen wir denn da sein? Wir sollen da sein um 16.43 Uhr. Das heißt, wir werden nochmal eine Pause machen müssen. Ja, definitiv. Definitiv, wir werden mal eine Pause machen müssen. Oh Gott. Passt. Die Frage, wo? Vermutlich kurz vorher auf Autobahn. Ein bisschen zu stark. Das ist irgendwie ist Euro Truck Simulator laggiger als American Truck Simulator. Ausschläge sind halt komplett anders. Also das ist halt irgendwie bei ich weiß zumindest noch, ich kann es zumindest vergleichen, nur gerade mit American Truck Simulator Staffel 3, weil ich die zuletzt aufgenommen habe. Und da waren wir eigentlich immer so bei Datenträgerauslastung so von 5%. Bisschen weniger im Durchschnitt und so, die Ausschläge waren halt nicht wirklich groß, aber. Hier ist halt komplett was anderes. Teilweise auf 100, wieder unter 25, also das ist ein richtiges wie ein Seismograph. Nur halt, dass er nur nach oben ausschlägt, mehr oder weniger. Also beim Seismographen schlägst du ja quasi so gesehen wieder zurück, in Anführungszeichen. Sprich, wenn es nach oben schlägt, schlägt es erstmal wieder runter, um dann wieder hoch zu schnellen und dann irgendwann sich wieder auf 0 einzupendeln, mehr oder weniger. Die Strecke ist okay, das heißt, wir werden gleich wieder über die Mautstelle. Im rechten Sinne. Können wir kurz ein bisschen Gas geben. Oder abbremsen, damit er hier durch kann. Nichts, hervorragend.
der Tunnelfahrten. Obwohl, ja, wir dürfen sowieso 80 fahren sogar. Also dann da. Da sind die 60 Kilometer, die wir teilweise nur im Tunnel fahren dürfen, doch schon ein bisschen. Ja. Zeitfressend. Dass wir nur rechts gucken müssen. Gar nicht links. Also klar, links schon, aber halt von links kommt halt nur alles, was von vorne kommt. Das kann man ja halt gut einsehen. Dann mit den 16 Tonnen, also da kommen wir doch schon ziemlich gut voran, überraschenderweise. Gut, sind jetzt knapp 50 Kilometer erst gewesen, oder 70 oder sowas in dem Dreh. Aber wir kommen doch schon relativ flott voran. Da hätte ich schon vorher. Wollte ich den Vital ausschalten. Hätte ich schon vorher in Eisen gehen müssen. Jetzt sind 70 und dann ist auf Autobahn. Also sind wir 80. Ballern. Wir bekommen 7.500 noch nicht dafür. Ja. Dann sind wir bei 80.000. Das heißt, wir sind ungefähr 40.000. Na, okay, sagen wir 50.000 entfernt vom ersten LKW. Dauert noch ein bisschen, aber langsam sollte ich mal gucken, wie das in der vorherigen Folge war, in der vorherigen Staffel. Welchen Eck wir uns da genommen haben, ich meine, es war ein Scania, die neue Generation. Ich weiß es aber nicht, muss ich nochmal nachgucken. Aber das werden wir dann ja sehen. Heißt, dann werden wir uns mal Bergen auf alle Fälle anschauen müssen. Danach kommt es halt darauf an, wie wir fahren. Wissen wir, wie oft das Lager ist. Wir haben 150 durch. War jetzt im Grunde nichts mit der Schranke, wo wir noch niedriger fahren müssten. Dann kann man auch wieder beschleunigen. Mal jetzt mal ein bisschen langsamer. Oder auch nicht, weil es bergauf geht. Ah, Mautschalter wegen der Brücke. Unterwegs bin, aber oder war, befinden wir uns jetzt in Schweden. Dann kommt die nächste Maut. Ist hier sogar runter, noch weiter runter? Ich glaube nicht. KI-mäßig zwar schon, aber ich weiß nicht, was die Geschwindigkeitsbeschränkung betrifft. Die sind ja doch überraschenderweise zügig hier unter. Oh Gott, zügig hier unterwegs. Dafür, dass sie nur 70 fahren durften, waren sie mit
so 69 bis 70, so um die 70 plus minus, doch ziemlich überraschenderweise gut dabei. Das kennt man ja eigentlich gar nicht so. Frage. Kommt in den nächsten 180 Kilometern noch was oder nicht? Vorne haben wir... War das Longkeping oder Longkeping oder irgendwie sowas in der Richtung? Nein, nicht. Und da ist dann auch schon das Ende. Oder? Sah das nur so aus? Ja, schon das Ende. So nicht, oder? Soll nicht, ne? Meint eben gesagt. Das kann ja noch gar nicht sein, das ist ja viel zu früh. Das muss noch danach sein. Okay, da vorne haben wir eine Tanke. Weil da völlig die Frage ist, ob es doppelseitig ist. Werden wir uns einfach mal dort aufs Rohr legen. Vielleicht müssen wir dann trotzdem nochmal warten. Also. Werden wir sehen. Schleichen wir uns erstmal hier ein bisschen hoch. Ah, nee, ja, sieht eher einseitig aus. Oder sogar stadtmäßig. Aber das werden wir dann ja sehen. Früher oder später. Oh ne, warte mal, das war Long. Okay. Schon Longköping gibt es auch gar nicht. Also ich. Liegenköping gibt es und da war noch was. Aber das war, glaube ich, ähnlich, aber anders. Ja, mal schauen. Wo würde ich halten? Wie lange können wir denn? 7 Stunden? Das ist 14 Uhr. Okay, da müssen wir uns hinlegen. Dann noch die Frage, wann. Aber wie gesagt, das werden wir gleich sehen. Kommt auf jeden Fall relativ gut voran. Datenträgermäßig hat es auch in Anführungszeichen beruhigt. Die Auslastung hier betrifft, warum auch immer das hier so groß ist. Vor allem die Frage ist, warum das so ein großer Bedarf daran ist, die so auszulasten. Also hier kommt ja echt gar nichts scheinbar, ne? Dann müssen wir nochmal links abbiegen, okay. Noch wiederum die Frage, ob der Spot funktioniert oder nicht. Malmö-Zentrum, also der Schlafplatz-Spot, ob der funktioniert oder ob der einfach nur quasi auf der Karte eingezeichnet ist, aber nicht funktioniert. Sieht fast so aus, als ob wir eine kleine Detour machen müssten, um es hinzulegen. Falls wir uns dort überhaupt hinlegen können. Oh, ich muss links. Ich vergaß.
vergaß noch mehr, dass die Kurve schärfer ist. Lange nicht mehr hier gewesen. Ewigkeiten her. Ja, wir machen heute eine kleine Detour und fahren weiter geradeaus. Denke ich mal. Stellen wir jetzt einmal doch mal die Karte. So, Auslassung ist da. Beziehungsweise wir werden. Oh wait. Wir können sogar direkt hier schlafen. Perfekt. Dann fahren wir den normalen Weg. Jetzt bin ich wieder reingeladen. Von der Karte raus ist die Auslastung komplett wieder da. Läuft. Eine Ampel oder nicht? Ja, das ist eine Ampel. Stockholm! Stockholm? Nee, Göteborg sind wir. Wir wollen nicht Stockholm. Aber wir sind ja sowieso schon da, von daher passt das ja. Ach nee, hier, oh Gott. Die Ampel ist ja von drüben und nicht von hier. Mensch, jetzt können wir das jetzt ja ne? Vorfahrtstraße und so. Dürfen wir auch wieder. Das ist aber schön, dass auch dort direkt davor Ort ein Platz kommt zum Schlafen. Das erleichtert die Arbeit dann doch schon, das ist ganz ungemein. Natürlich gibt es eine Baustelle, kurz bevor wir da sind. Alles andere wäre langweilig gewesen. Ein bisschen wieder zwangsweise auch langsamer werden, aber wir müssen hier schon abbiegen. Oh. Ein bisschen zu groß für mich, fast genau eine Kurve. Der hinter uns wird sich freuen, der muss sich immer hinter uns her, aber wir sind jetzt dort. Und scheinbar ist auf der rechten Seite hier ein Schlafplatz. Wunderbar.
Hat sogar perfekt gepasst. Wir sind komplett im Rahmen. Dann wollen wir mal abliefern. Hallo? Jetzt geht es wieder. Hä? Warum auch immer ich reinschalten konnte. Da vorne müssen wir rein. Wahrscheinlich auch rückwärts. Jetzt die Frage, der andere Weg wahrscheinlich besser gewesen, oder? Fahren wir mal rechts ums Gebäude herum. Ist ja kein Problem. Okay. Wird nochmal eng. Dann nicht mal einen Einparkspunkt. Das waren noch so viele. Nicht gelenkt habe. Ich wusste ja selber nicht mehr, in welche Richtung ich lenken wollte. Damit ich verkehrt nicht gelenkt habe. Kann man machen. Ausgezeichnet, doch bei davon aus dem nach Göteborg geliefert. 350 Kilometer waren es genau. 14 Dreiviertel Stunden haben wir gebraucht. 206 Liter verbraucht. 7.500 bekommen und 590 Erfahrungspunkte. Weitere Level sind einfach hochgestiegen. Das heißt, wir leveln jetzt auf Klasse 2 von ADR Gase, sprich entflammbare Gase wie Acetylen oder Wasserstoff können wir fahren, nicht entflammbare Gase wie zum Beispiel kryogenische tiefkalte Gase und Flüssigkeiten sowie wie Stickstoff oder Neon und Klasse 2.3 giftige Gase, die beim Einatmen den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben können. Beispiele sind Fluor, Chlor und Blausäure.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder von Euro Simulator 2 oder oder irgendeinem anderen Video hier auf dem Kanal.